Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part, zu einem lang überfälligen Part von Evoland. Ja, warum wird jetzt aus einem Twitch-Projekt ein Let's Play-Projekt? Das ist ganz einfach. Ich hatte das Spiel eigentlich schon fertig. Jawohl, wir haben es im Twitchen geschafft, das Spiel zu beenden, erfolgreich, mit Endgegner und so. Und durfte dann feststellen, als ich voller Freude und Tatendrang das Ganze schneiden wollte und dann auf YouTube hochladen wollte, fiel mir auf, es gibt keine Aufnahmen. Die sind futsch. Und nein, meine Lieben, ich habe den Aufnahme-Button gedrückt und er war auch gedrückt. Ich hab's zweimal kontrolliert. So. Ja, technisch gesehen ist das Ganze eigentlich nicht erklärbar. Wieder einmal. Wieder einmal ist das ein, ja, PC-Phänomen, dass so der eine oder andere Benutzer dieses Gerätes auf andere Art und Weise schon erleben durfte. So. Jetzt ist das Ganze schon bald 2 Monate her, es tut mir sehr, sehr leid. Durch die ganzen anderen Projekte, die noch so gelaufen sind, habe ich jetzt keine Zeit gehabt, noch Evoland fertig zu machen, aber das machen wir jetzt. Wenn es gut läuft, werden wir sogar mit der heutigen Aufnahmesession fertig. Ich habe auch bewusst keine Kamera gewählt, weil ich schaue heute nicht sonderlich ja, ansehnlich aus, noch weniger als sowieso, weil zum einen die Haare das Gefühl vermitteln, dass ein Uhu darin genistet hätte über die Nacht. Das Gefühl habe ich auch, dass da irgendwas gewesen sein müsste. Irgendwie habe ich so ein leises Guru, Guru gehört. Ist fast eine Taube, ne? Vielleicht war es auch eine Taube, keine Ahnung. Meine Lippen sind durch das kalte Wetter, was wir momentan haben, ihr müsst euch vorstellen, vorgestern am Abend hat es minus 20 Grad und gestern war es auch nicht besonders warm. Ich glaube minus, also von gestern auf heute, minus 14 oder so. Und da ich tagsüber auch gern mal das Haus verlasse, sind meine Lippen diesbezüglich etwas angeschlagen und sind jetzt so rot wie ein Pavianarsch und deshalb gibt es keine Kamera. So. Nicht, dass euch vor lauter Entsetzen in der Früh, am Nachmittag oder am Abend das Heißgetränk, das ihr vielleicht neben den Folgen beim Zuschauen schlürft, aus der Hand fällt. Ja. Oder eventuell euch ja, übel wird etc. So. Das zu dem. So, dann ja, ich spiele natürlich so. Mit der Maus geht das nicht. Soki, nö. Du musst das schon, ne? Alte, Steuerung. Ja, musst du machen. So, Inventor. Ja, ich habe selbstverständlich, da das Spiel immer drüber speichert, musste ich auch bis zu diesem Punkt hier wieder herspielen. Ich habe jetzt bestimmt nicht alle Sterne, die wir vorher schon hatten. Ich habe auch bestimmt nicht den Level, den wir schon mal hatten. Es tut mir sehr leid diesbezüglich. Ich hoffe, ihr könnt es mir vergeben und verzeihen. Aber ja, ich wollte das so jetzt auch nicht im Raum stehen lassen und das Spiel jetzt für eure Augen unfertiger beenden. Also einfach nur beim dritten Part und dann, ja, vierti. Das wollte ich nicht. Und deshalb holen wir das jetzt nach. So. Gut, wahrscheinlich muss ich gleich niesen. Ja, die Nase juckt. So, ich speichere nochmal ganz kurz, weil wir hier ein paar Sachen bekommen haben und der Endgegner war ganz schön fies. Leider weiß ich jetzt auch, was ich tun kann, um diesen Kerl leichter zu vernichten. Und mit ihr geht es eigentlich sehr gut. Da muss ich mich sehr, also muss ich mich ausbessern. Mit einem kleinen Trick beim Endboss, im Endbossraum besser gesagt, kann man mit ihr, glaube ich, sogar besser kämpfen als wir mit dem Zocker, glaube ich. Jo, denke ich. Jo. Also.
Zocker ist die andere Figur, der männliche Bart hier im Spiel, mit dem man eigentlich das Spiel auch beginnt. Und sie hier, die Gute, heißt Alexis. Jawohl, die habe ich nach meinem Spiele-Kosenamen benannt. So, für all jene, die nichts mit meinen Twitch-Geschichten anfangen können. So ein kleiner Rückblick. So, also, dann starten wir ihn mal, ne? Mein Herr befahl mir, euch Einhalt zu gebieten. Schon bald wird die Welt beherrschen. Und ich werde seine Armee befehligen. Die Macht des Kristalls wird euch dieses Mal nicht schützen. Seht dem Tod ins Angesicht. Das bist ja du da, ne? Man kann das versuchen auszuweichen, oder? Man macht das jetzt ganz schlau und versteckt sich. Achtung, er macht's wieder. Ja, einfach versteckt. La 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 und den einfach umhauen. 30 Jahre später. Ja, verliert leider nicht sonderlich viel Leben. Das ist gerade nicht praktisch, weil beim Twitchen ist der Kern nämlich um das Ding. Also war schlauer irgendwie. Da ist er. Jawohl, jetzt macht das. Da ist er nämlich, wow, um das Ding herum, ne? Und da hätte es fast böse für mich geändert. So, du Kerl. Gleich haben wir ihn. Oh, er macht's nochmal. So. So, jawohl. Boom, hat's gemacht. Irgendwo ist irgendwas passiert. Ja, wieder mal freigeschaltet. Und das war mit Sicherheit das letzte Mal. Ach so? Wirklich? So, haben wir hier noch irgendwas von Wert? Eine Kiste. Jetzt ist es natürlich so, ich habe zum Teil wahrscheinlich die eine oder andere Truhe vergessen. beziehungsweise ist mir sogar eine Stelle aufgefallen, die ich beim Twitchen übersehen habe, vergessen habe. Jo, wird schon werden. So. Die zweite Amulett-Hälfte. Eine von zwei Amulett-Hälften. Wir haben alle beide. Das ist sehr schön. Noch eine Kiste. Da war ein Stadtportal freigeschaltet. Wer würde gern noch einmal so weit laufen? Niemand! Jo. Aogai. So. Mit diesen Hälften muss man jetzt, glaube ich, zu Onkel Wolfgang zurück. Beziehungsweise Onkel Sid, ne? Wie er wirklich heißen würde, aber wir haben ihn umbenannt. Ich wollte ja auch mein Schatzilein hier ein bisschen ehren und verewigen. So, tapp. So, gespeichert ist, jawohl. Und auf geht's. Ich werde versuchen, so 30 Minuten Parts, denke ich mal, zu machen. Vielleicht auch 40. Na, 30 müssen reichen. So, servus, Herr Onkel. Gute Arbeit. Jetzt, wo ihr das ganze Amulett habt, könnt ihr die schwarze Zitadelle betreten. Sie befindet sich östlich von Aogai, gleich hinter dem Fluss. Viel Glück. Jo. Restlichen Erkunden mit den mit der Sternesucherei werde ich jetzt ein bisschen warten, weil jetzt, wo ich ja Bescheid weiß, kann ich eure Zeit auch besser nutzen, also unsere Zeit hier beim Let's Play. Und ich werde jetzt wirklich erstmal Zitadelle und so machen, versuchen, weil wir bekommen dann ein besonderes Gefährt. Jo. Mit dem können wir überall hin, ganz schnell, einfach und unkompliziert. Servus. Die Ruinen von Sarudnak im Nordosten bergen zahlreiche Schätze und ebenso viele Gefahren. Ihr scheint nett zu sein, also gebe ich euch Rabatt auf sämtliche Knochenflickerei, wenn ihr dorthin aufbrecht. Braucht ihr jetzt Heilung? Jo, bitteschön. Spielstand jetzt speichern? Wäre auch nicht schlecht, jo. Okay. Ich habe nochmal aus Versehen drauf gedrückt. Mach's gut. So, kann man hier rein? Das habe ich auch nie probiert. Man kann hier, denke ich mal, keine Dings ändern, ne? Nö. Wie viel Kohle haben wir? Oh, wir haben genug. Ich könnte diesen TVT-Player kaufen. Diesen superschnellen da. Das sauteure von der da. Das haben wir auch gemacht. So, Twitch und so. Ja, kaufen.
Schneller DVD-Player, bitte, ja? Freigeschaltet, schneller DVD-Player. Und tschüss, langsame CD-Ladezeiten. Ihr werdet uns nicht wiedersehen. So. Fürs andere haben wir jetzt noch nicht genug Asche für die seltene Karte. Da, also Geld, ne? Asche zum der Kohle muss mehr. So, jetzt wollen wir ein bisschen kämpfen. Das ist hier leider Gottes so. Aber was soll's. Ist auch gut für unser Level-Up. So. Diese Bastardviecher. So, was nehmen wir zuerst? Ich glaube den da. Yo, it's magic. Oh ja. Passt. Das erste Unkraut ist besiegt. So. Jetzt hört es einmal auf, erst, ne? So, und du auch. Passt, das ist auch erledigt. So, greifen wir wieder an. Wusch. Und die gute Alex wird jetzt mal heilen tun. Sehr gut. Und Angriff. Jawohl. 580 Glees haben wir gewonnen. Und 22 EPS obendrein. Zockerreich Stufe 7. Moment. Wup, wup, wup. Und somit steigert sich sein Wert fürs Leben. Dasselbe in Grün gilt für meine Alexis hier. Jawohl. Für die Alexis. So, Nordosten. Wo war denn das? Da unten waren wir schon. Ja, ist nur da oben, ne? Ah, die schwarze Zitadelle ist da drüben. Gehen wir zuerst darüber. Wir können auch zuerst das oben probieren, das wäre eh wurscht. Magie. Kristall. So. Aha, nochmal, okay. Ah, der wäre gut heilen. Das müssen wir Zucker überlassen. Der kann das. Der ist geschult und sowas. Jawohl, brav. 300 Glees und 13 EP gewonnen. Wunderprächtig. So. Da drüben müsste es die... Laut Karte müsste es die schwarze Dingens sein. Vielleicht gehe ich doch zuerst noch darauf. Vielleicht gewonnen wir doch zuerst das da oben. So haben wir es auch beim Twitch gemacht. Damit ich die Fails, die ich so mache, wenigstens ein kleines bisschen nachholen kann. Und ich werde failen. Da ist wurscht, wie viel Erfahrung ich habe. Oh, das war verkehrt. Da ist wurscht, wie viel Erfahrung ich habe. Ich werde failen. Das ist einfach so. Weil ich das so gut kann. Da weggesagt. 120 Glees und ein paar EP-Pünktchen. So. Vor allem in dem Monster-Horden-Raum. Der ist halt heftig. Vielleicht ist heute auch mein, soll ich sagen, ein guter Tag für mich zum Zocken, da ich ja nicht so ungeschickt bin wie sonst, werden wir gleich sehen. Aber ich fürchte Schlimmes. Und wenn, dann ist der Uhu auf meinem Kopf schuld, ne? Das Nest, das er gebaut hat. So. Ja. Ich müsste vielleicht mal eine Ausbildung als Haarbändiger machen. Nicht Tierbändiger, sondern Haarbändiger. Ne? Verstehen? Ja. Ich weiß, der war schlecht. So. Jawohl, ja. 44, wollte ich sagen. 400 Glees und 18 EP. So, dann gehen wir rein in die Höhle des Löwen. Servus. Na warte, da waren wir doch gerade, ich Idiot. Entschuldigung. Was doch die Schwarze? Jetzt habe ich verdammt. Bin ich doof. Entschuldigung. Naja, leveln wir halt ein bisschen. Es tut mir leid. War doch drüben. Ich hab mich verdammt. Ja. Dann würde ich sagen, hier hin. So. Haben wir wieder einen Pilz mehr für unser Schwammelsüppchen. Boah, ich liebe Schwammelsuppe. Mögt ihr sowas auch? Bei uns in Ösiland, wir haben es halt immer mit Steinpilzen gemacht. Es geht auch mit Eierschwammel, haben sie wie immer. Das ist so bei uns quasi, ja, die Grundzutat fürs Schwammel, für die Schwammelsuppe. Und dann, boah, die Oma, ne? Also meine Oma, sie ist leider schon verstorben. 300 Glees und
13 EP-Punkte gewonnen. EP-Punkte sage ich immer, ja. Also meine Omi ist zwar leider schon verstorben, aber meine Mama hat das Gott sei Dank von ihr abgeschaut und ich hoffe, dass sie es mir auch mal beibringt. Also meine Mama kann sowieso wahnsinnig gut kochen und die Oma, also die ist unglaublich. Die hat sogar noch Krapfen gebacken. Bei euch in Deutschland heißen sie, glaube ich, jetzt verwirre ich mich gerade. Ich weiß gerade nicht, wie ihr sie nennt. Ich glaube, das ist von Ort zu Ort verschieden. Bei uns heißen sie halt Krapfen. Das sind halt, das ist halt, wie soll ich sagen, kennt man es unter Faschingskrapfen bei euch? Das ist eben dieser Germteig, der in heißem Fett rausgebacken wird hier. Und da kommt dann halt Marmelade rein, ne? So. Ich muss mich mal heilen. Sehe ich gerade. Der Zocker schaut nicht so gut aus und ich auch nicht. Das geht zwar nicht weiter. Jetzt haut er daneben. Du hast eh so ein großes Schwert. Wie geht denn das? Ich muss nochmal heilen. Schnucki. Schaut nochmal. Dann nehmen halt die Blume. Dann muss die Pflanze da, weg. Ganz einfach. So, dann die zuerst. So, it's magic, bitte. Brav. So, ein widerspenstiges Viech. Aber jetzt. Ja, bitte, geht ja. 560 Glees und 22 EP haben wir gewonnen. Sauber. So, bald sind wir da. Kann sie nur um Stunden handeln. Jo, und auf jeden Fall, wie gesagt, meine Oma, Wahnsinn. Die gute alte Hausmannskost, ne, wie man so schön sagt. Boah, ey. Ich darf nicht dran denken, da kriege ich Hunger. Aber wie gesagt, meine Mami hat sich da so einiges von ihr abgeschaut und mit den heutigen Gerätschaften, die man so in der Küche hat, übrigens 200 Lies und 8 EP haben gewonnen und wupp, für beide, einmal Zocker Stufe 8. Und sein Wert für Angriff wurde erhöht und die liebe Alexis ebenfalls in grün, Stufe 8, nur ihre Verteidigung hat sich erhöht. Jo. Und wie gesagt, meine Mami hat zum Glück das alles gelernt und abgeschaut und sogar verfeinert, würde ich sagen. Also was Schweinsbraten oder Brathähnchen angeht, alter Schwede, da ich muss aufhören zu reden, kann ich mir schon eines machen, ne? Jo. So. Boah, na, echt. Jedes Mal hat man das Gefühl, man hat Geburtstag, wenn man sowas essen darf. Oder es ist wieder Weihnachten oder Ostern, da kommt man mal durcheinander. Wenn man mitten im Sommer glaubt, ja, okay. Nein, gut, da ist, ja, köstlich. So, ich muss mich mal heilen. Das schaut nicht mehr so gut aus. So, ja. Bravo, 580 Glees und 22 EP-Punkte. Jo, dann gehen wir mal rein. Na, du Schuft. Ihr seid es also. Ihr seid das Böse, das meine Heimat verwüstet. Schaut irgendwie aus wie Trunks, ne? So ein bisschen. Ja. Nennt mich einfach Sephiroth. Ihr seid weit gereist, um mich zu finden. Aber all eure Mühen sind umsonst. Eure lächerlichen Kräfte sind nichts gegen meine eigenen. Ich beweise es euch. Und zwar jetzt. Oh, oh, au. So, den machen wir jetzt platt. Wir haben jetzt noch genug Leben. Wir können da jetzt ein bisschen Magie einsetzen. Jo. Irgendwie kriegt er gar keinen Schaden, ne? Auf Magie ist er anfällig. Oh mein Gott, ich muss mich heilen. OMG. Bitte halt durch, meine Gute. Wow. Aber der schlägt so hart zu. Ja.
Baum. Ja, param, Baum. Baram, Baum. So, wir greifen. Na, ich muss wieder heilen, ne? Herrschaftszeit. Busch. Nochmal heilen, dann brauche ich mir einen Angriff zu starten mit der Alex. Boah, der hat ganz schön viel Leben, ne? Zaki, wir haben das Gefühl, du weißt, was hier passieren wird. Was? Nö, ich bin total ahnungslos. Oh, so. Das reicht. Ich habe genug von diesen Spielchen. Ja? Wir auch? So, it's magic. Was? Bitte was? Ha! Ups. Oh, da geht's weiter. Wir geben niemals auf. Wir kämpfen bis zum Tod. So sei es. Hä? Alexis. Danke. Ihr wart immer für mich da. Hab mich immer beschützt. An meiner Seite gekämpft. Bitte, versprecht mir, dass ihr weiterkämpft. Bitte, gebt uns unser fruchtbares Land zurück. Ich werde über euch wachen. Ich... Aber du kannst mich doch nicht alleine lassen. Na warte, das wärst du ein bösen, dummes Kerl. Freigeschaltet, Kraft erwecken. Eure besondere Kraft ist erwacht, Sohn des Drachen. Na prima. Babamut. So, na gut, dann setzen wir ihn doch gleich ein, oder? Ich rufe dich. Babamut, König der Drachen. Er schaut ihm eh ein bisschen ähnlich, ne? Wie das gerade super zum Final Fantasy LP passt, ne? So, das war's mit dir, du Mistkerl. Ihr glaubt, ihr habt mich geschlagen. Ich werde zum Mana-Baum zurückkehren. Und wenn meine Wunden geheilt sind, zerstöre ich diese Welt und die ihr so liebt. Okay. Ihr habt 2000 Glees. 50 EP gewonnen. Super. So, jetzt haben wir halt ein Problemelein. Dürfen wir einen Trank benutzen? Nicht so wirklich, ne? Nur im Kampf. Wir sind eh voll. Ich muss jetzt leider aus den Kämpfen fliehen, bis wir wieder im Dorf sind. Die Gegner hier sind einfach leider Gottes viel zu stark. Es tut mir sehr leid. Vor allem sind es zu viert, ne? Jetzt wo ich alleine bin. Ich glaube nicht, dass ich es hinkriege. Vielleicht doch. Boah. Ich könnte es probieren, aber ich sehe da, glaube ich, ein bisschen schwarz. Oh je, na, da sehe ich voll schwarz. Laufe bitte. Au, au, au. Hat super hingehauen. Alter, ich will rein. Glück gehabt. Gnädige Frau, bitte heile mich. Ich bin leicht angeschlagen. Was? Entschuldigung, nochmal. So. Ihr müsst zum Mana-Baum aufbrechen und Alexis retten. Sie ist ja tot. Ich brauche Heilung, ja bitte. Ja, speichern wir auch nicht schlecht. Boah, das ging ja gut. Beim Twitchen, also beim, ja, da ging es nicht so toll. Wir haben 2000, ne? Wie viel, nein, Entschuldigung. Da war das Inventar.
Wie viel Geld haben wir? 10.000. Geht's ja aus. Können wir noch die seltene Karte kaufen? Wir kaufen die seltene Karte, bitte. Freigeschaltet. Die Karte Untoter König. Eine neue Karte, um Doppelzwilling zu spielen. Verlassen. Passt. More drama, baby. Denn Alexis ist verstorben. So. Da stiefeln wir dahin. So. Blub. Spiel gespeichert. In Sicherheit. Jawohl. So. Du, Onkel Wolfgang, ich habe da eine ganz schlechte Nachricht für dich. Alexis mag nicht mehr unter den Lebenden weilen. Doch ich spüre ihre Gegenwart. Meine arme Nichte. Ich weiß, dass sie Zocker begleitet. Ihre Kraft wird für immer mit ihm sein. Ich kann es nicht fassen, dass Alexis tot ist. Das ist der ein trauriger Tag für die Annalen von Augei. Ihr Tod war nicht umsonst. Sie hat ihre Kräfte auf Zocker übertragen, damit er die Welt retten kann. Ja, genau. Nun seid ihr unsere einzige Hoffnung, Sephiroth zu besiegen. Mit der Kraft, die alte Frau, ja. Mit der Kraft von Alexis werdet ihr stark genug sein. Ich glaube an euch. Ich hoffe, die Stimmen sind noch richtig. Wir alle glauben an euch. Kommt vorbei, wenn ihr etwas Zeit habt. Vielleicht kann ich helfen. Wir sind alle verdammt, jawohl. Die meisten von uns glauben an euch. Nicht übel, oder? Gar nicht übel. Ich glaube fest, dass Alexis nicht umsonst gestorben ist. Zocker, ihr müsst zum Mana-Baum aufbrechen und Sephiroth besiegen. Ein für allemal. Ich gebe euch mein Luftschiff. Nur damit gelangt ihr zum Mana-Baum. Das Schicksal der Welt liegt in euren Händen, Zocker. Ja, überhaupt kein Druck. Freigeschaltet, Luftschiff. Genug gelaufen. Willkommen an Bord von Air Evolet. Ah, schön. Schön, schön, schön. So. Dann speichern wir das Ganze nochmal. So, blieb. Wo war denn jetzt, oh, der Part ist gleich zu Ende. Ich steige mal ein hier. Oder doch nicht. Kämpfen wir vorher noch, ist okay. Na du, Viech. Da. Tschüssi. 120 Glees und 5 EP. Genau. So. So. Der Mana-Baum ist da oben, glaube ich, irgendwo. Ich bin nur gerade grüble und studiere. Das war, glaube ich, schon hier die Mine. Warte. Da gab es, glaube ich, noch den einen oder anderen Mana-Stern. Ich glaube, 3 müssten noch sein, die wir mit unseren Bömmchen hier freisprengen können. Wohin zuerst? Ich habe keine Ahnung. Jo. Eine Holzwand und 2 ja, Mauern müssen wir einreißen. Oh ja, natürlich. So. Ah. Okay, vergiss es. Ich muss echt. Wah. Okay, bin oben. Haha. Glück gehabt. Wah. Da. Da oben glaube ich. Ach so, ja, natürlich. Au. War nicht hier irgendwo. Stirb weg. War nicht da irgendwo? Ja, genau, da ist er. Wah. So. Dingens. Genau, da wollte ich hin eigentlich. So. Oh. Da müsste jetzt nochmal ein Sternchen drin sein, glaube ich. Jawohl! Sammelt alle versteckte Sterne von Evoland.
Ja, alle haben wir nicht hinbekommen. Also, das nicht. Ich war schon heilfroh, dass wir ja, Sephiroth besiegen konnten. So, jetzt muss ich da irgendwie nochmal zurück. So, nochmal ganz raus. Wäre nicht schlecht, um zu speichern. Boah, langsam. Zeit lassen. So. So, geht das so? So? Ich glaube, so war es okay. So. Jawohl. So, Feuer. Da. Nicht ankokeln. Sehr gut. Wow. Puh. Au, jetzt war ich zu langsam. Scheißendreck. Entschuldigung. Das sagt man nicht. So, jetzt aber. So. So, jetzt passt er. Alter, fast verreckt hier drin. Super, bravo. Ich gehe mal kurz raus, beziehungsweise vielleicht habe ich Glück und das ist da ein Herze. Wow, Herzelein drin. So. Jawohl. Ein Herzelein. Dab, dab, dadam. Trotzdem gehe ich mal raus. Nur zum Speichern. So. Wobei heilen wäre auch gescheit eigentlich. Jetzt müsste es theoretisch gespeichert sein. Ich hoffe es sehr. Oh, der Part ist zu Ende. Na gut, ihr Lieben. Zack, komm her. So. Das war's dann für heute. So, ich hoffe. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wow, au, du Gradler. Und ja. Wie gesagt, wir beenden das Spiel jetzt endlich mal. Au, auch aus eurer Sicht. Nicht nur aus meiner. Super, echt. Der Magier da. Da kostet mir wieder Nerven. So, stirb. Komm. Hä? Wo schießt denn jetzt? Aha. Husch. Was machst du denn da hinten? Wow. Au. So eine Gemeinheit. So, jetzt ist er hin. So. Also, wir beenden den Part jetzt. Jo, da haben wir das nächste. Das machen wir dann im nächsten Part. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, es gefällt euch. Und bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!